Hier eine wichtige Ergänzung für das vorhergehende bzw. nachfolgende, je nachdem, wie du das jetzt siehst, Selbstgespräch Holofeeling für Dummies. Es ist sehr interessant, wenn man sehr bewusst jetzt einmal die Neujahrsvorlesung für 2020 von Devervine sich anhört. Wenn man Holofeeling studiert, wenn man zuerst einmal feststellen, man hat den Eindruck, es wird 1:1 über weite Strecken Holofeeling-Erkenntnisse, die ich als Udo Petscher mitteile, schlichtweg Wort für Wort wiederholt. Das ist die Lichtseite, es sind aber auch Schattenseiten dabei und die wollen wir uns jetzt etwas anschauen. Und zwar springt da immer noch dieses alte Wunscherfüllungsdenken in der Esoterik, diese Universum, die Bestellung an das Universum, die Bücher, all das Ganze, wie kann ich mit meinem Geist irgendwie meine Wünsche erfüllen. Und wir schauen da jetzt ganz kurz einmal hinein, wir schauen in diesen Vortrag. So, das Bild müsstest haben. Ja. Das ist Blick zurück. Ich empfehle ja mal ganz bewusst zuzuhören, was er sagt und dann was gesagt wird. Und dann wirst du feststellen, wie gesagt, über weite Strecken müsste man fast meinen, er zitiert Holofeeling-Sprüche von den Holofeeling-Seiten. Das ist einmal die Lichtseite. Jetzt kommen aber immer wieder dunkle Aspekte durch raumzeitliches Denken. Das ist ganz, ganz dünn. Aber das ist noch diese alte Struktur. Ich denke mir jetzt diesen Mann aus, ich sage immer wieder, ein alter, weiser Mann mit einer Lebenserfahrung, der sehr, sehr viel erleben dürfte, der natürlich auch in der Vergangenheit viele Fehler gemacht hat, aus denen er gelernt hat. Wir machen mal ganz einfach mal hier Folgendes. Wir zoomen uns den nochmal her. Was ich jetzt mache, ist in keinster Weise eine Kritik. Kritik heißt immer Bewertung. Man kann das positiv und negativ sehen. Das ist jetzt die Lebensgeschichte von dem Kurt Devervine, den wir uns ausdenken. 1932, immer 32 ist Leb, das Herz. Und das ist natürlich auch in jungen Jahren, geht es jetzt erst einmal um Geld verdienen, ist ganz normal, man steckt in dem weltlichen Denken drin, dann Schulterung zum Heilpraktiker. Wichtig ist jetzt zum Beispiel dieser Artikel. Man kann hier ganz klar feststellen, er wurde verurteilt wegen Missbrauch, weil er sich als Professor Dr. Phil ausgegeben hat, was eigentlich nicht recht. Der Titel. Ich kritisiere jetzt nicht, sondern man kann immer vom Saulus zum Paulus werden, was jetzt hier der Fall ist. Was aber noch mitschwingt in diesem Vortrag, das ist, und das hören wir uns jetzt ganz kurz einmal an, Folgendes. Okay. Und dann kann ich Ihnen noch etwas sagen. Ist der Ton da? Ja, der Ton ist da, alles gut. Gut. Was mir sehr geholfen hat, ich hoffe Ihnen auch. Ein Misserfolg ist nicht möglich. Das heißt, noch nie hat jemand einen Misserfolg erlebt. Und dann kommt das Ich und sagt, Moment, also oh, da kann ich Ihnen aber einiges sagen. Also das kenne ich aber anders. Das ist jetzt die Erklärung von einer Einseitigkeit und wir wissen ja immer das Missverständnis. Wir können das Erfolg, heißt auch eine erweckte Folge von Bildern. Okay? Ja. Und jetzt pass auf, mit dem Misserfolg, das ist alles noch richtig schön. Das Problem liegt immer noch in dem Wünschen von irgendwas Bestimmten. Ja, nein, es gibt keinen Misserfolg. Es gibt nur Ursache und Wirkung. Das, was wir Misserfolg nennen, ist nur, es ist nicht das passiert, was ich beabsichtigt habe. Gewünscht habe ich mir das, aber passiert ist das. Und wenn Sie das Leben fragen, dann sagt das Leben, du, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich habe genau geliefert, was du bestellt hast. Also, wenn das... Das ist übrigens eine große Szene in der Esoterik, wie ich gerade schon gesagt habe, diese berühmten, da gibt es Bücher, Wünsche an das Universum. In dieser Schiene des Denkens hängt er noch mit drin. Nicht das ist, was du haben willst, dann bitte sorgfältiger bestellen. Ja, ich mache keinen Fehler. Ich liefere genau das, was bestellt wird. Du machst ständig Fehler. Jeden Moment, wenn du dir was ausdenkst, der sagt zum Beispiel, es gibt keine Probleme. Selbstverständlich gibt es Probleme, wenn ich weiß, dass Probleme, was vorgelegt ist, sind. Jeder Gedanke, den du denkst, ist ein Problem. Es wird dir vorgelegt. Und jetzt kommt hier dieser esoterische Trick, der hier noch mitschwingt, wie man was verwirklichen kann, wie man Wünsche verwirklichen kann. Bei Holofeeling geht es aber nicht, dass
man sich irgendeinen Wunsch verwirklicht, sondern dass man wunschlos glücklich wird. Und solange du dir noch was wünschst, denkst du an etwas, ich habe das so oft erklärt, was du angeblich noch nicht hast. Die Kommunikation bei Holofeeling richtet sich einzig an den Geist, der sich alles ausdenkt, und alles, was du dir ausdenkst, kommt aus dir selbst. Du besitzt es doch schon bis zu dem Moment, wo du dir das ausdenkst. Dann stellst du das vor dich hin. Dann besitzt du das auch, aber nur als ein Gedanke. Aber in dir selbst ist letztendlich alles, weil du Gott bist. Und ein Gott will nicht irgendwas Bestimmtes, weil er weiß, ihm gehört er schon alles. Aber du musst präzise bestellen. Also noch einmal, ich kann nicht beim Warenversandhaus anrufen und sagen, schicken Sie mir irgendwas Nettes zum Anziehen, was mich schlank macht. Ja, dann sagen die, nee, so geht das nicht. Bitte Katalogseite, Bestellnummer, Kundennummer, ja, Größe, Farbe, also ganz konkrete Bestellungen. Nicht so Larifari, das kann nicht geliefert werden. Okay, wissen Sie das jetzt? Also muss ich Zielklarheit schaffen, ich muss genau sagen, was ich haben will. Und wie bekomme ich es jetzt? Ganz einfach. Es muss in meinem So-Sein enthalten sein. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Es ist in deinem So-Sein enthalten. Denk einfach wieder an das Beispiel, wenn du jetzt ein träumender Geist bist. Alles, was prinzipiell in dir auftaucht, kommt aus dir selbst. Das ist übrigens hundertprozentig sicher, wenn du jetzt einfach da sitzt, egal was du denkst, wo kommt es her, was du denkst, wo kommt die Information her, was ist die Information eigentlich? Diese Creatio ex nihilo. Bloß die Schwierigkeit ist, dass da immer noch eine Bevorzugung, eine Einseitigkeit in Bezug auf bestimmte Puzzlestücke, auf gewisse Gedanken ist, die ich realisieren will, verwirklichen will, sprich auf die Verabrede holen will, was dich als ein bewusster Geist überhaupt nicht mehr interessiert. Auf meiner Leinwand Realität kann nur das erscheinen, was in meinem So-Sein enthalten ist. Und wie mache ich etwas, was ich gerne hätte, was offensichtlich nicht in meinem So-Sein enthalten ist? Wie kriege ich das rein? Die Leinwandrealität ist das Videobeamer-Beispiel. Da geht er weiter vorne schon drauf ein. Ich sage, das ist reines Zitieren von Holofeeling, aber der Wesentliche kann, und das ist jetzt immer noch die Falle, es ist noch sehr unvollkommen. Da hängt immer noch im Hintergrund Wünsche erfüllen. Wir springen ja ganz kurz einmal rein hier in das Requiem. Wünsche zeigen mir die Begehren, das Requiem des Jahwe ist es, die Schrift. Wünsche zeigen mir die Begehren, welche weltliche Sklaven in sich nähern. Sie gleichen Gehirnleichen, führerlosen Fähren, die planlos in dem Niemandsland treiben, wo sich alle Treulosen in sich selbst aufreiben. Das ist die Traumwelt. Alle Wünsche nach weltlichen Sitten. Irgendwas Ausgedachtes. Es sind Puzzlestücke, die du schon besitzt, die du herausstellst, um die lieben zu lernen und nicht, dass du das veränderst. Immer an das Beispiel denken, du darfst einen ausgedachten Gedanken in keinster Weise verändern, sonst kannst du ihn nicht mehr zurücklegen. Sind nur immer ein gottloses Fürbitten. Für ist pur. Einfach hier die Sache Holofeeling für Dummies. P-U-R heißt das Los, das Schicksal. Du bittest praktisch für dein Schicksal, du bittest ständig für eine Unvollkommenheit, wenn du meinst, die Glückseligkeit liegt im Besitz von irgendeinem ganz bestimmten Ding oder einem Zustand, den du dir ausdenkst. Dass du schlank bist, dass du jung bist, dass du gesund bist, das ist das, was ich das Anstreben von Einseitigkeit nenne, ist Selbstentheiligung. Also ein gottloses Fürbitten, normalen wirkliche Gebete, dürfen nur Dankgebete sein, dankbar sein für jeden vollkommen neuen Augenblick. Letztendlich Dankbarkeit für das, was du früher Feinde genannt hast, was du nicht haben wolltest, für die Kehrseiten, weil die was vollkommen Neues in dir erschaffen. Nur mit einem einzigen Begehren kann man seinen wirklichen Vater ehren. Vater, nur dein Wille geschehe, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Nur mit diesem Gebet erreicht man das göttliche Ende. Gottes Willen ist sein Wollen. Das heißt, das, was du träumst, ist das, was Gott will, um zu lernen, um zu wachsen. Und sein Wollen ist mein Sollen. Schön. Vater, dein Wille geschehe. Ich bin mit jedem Moment einverstanden. Ich springe mal auf unser Beispiel. Ich bin ein Schauspieler, der von der Bühne eine Rolle spielt. Jetzt das klassische Theaterstück, ob ich den Jedermann spiele oder ob ich den Faust oder den Hamlet spiele. Ich habe an dem Text meiner Rolle als Ding an sich nichts zu verändern. Ich darf nur die Rhetorik
wenn wir jetzt raumzeitlich denken, sehr, sehr viele Schauspieler haben den Faust gespielt, den Mephisto gespielt und jeder spielt ihn etwas anders. Aber im klassischen Theater bleibt der Faust und der Mephisto vom Text her 1:1 angelegt an dem Original Goethe. Wenn ich wirklich nur das will, was er, da würde ich jetzt E-Quadrat, von mir will, wenn ich genau dasselbe wie er denke und genauso wie er es möchte, mein Leben lenke, wenn ich genauso fühle, wie er fühlt, wenn ich genauso liebe, wie er liebt, wenn ich genauso sehe, Betonung liegt auf Ehe, was er sieht, wo liegt dann eigentlich der Unterschied? Bin ich nicht Gott und Leben? Hat er sich nicht erst durch mich sein Leben gegeben und bekomme ich nicht mein Sein erst durch ich, durch dich, Geistesfunken? Ich beobachte ich. Der vom Bücherregal beobachtet sich als Leser. Ja. Und erst dadurch werde ich ersichtlich. Ja. Ich mache mich zu einem roten Ich, aber schon einem jetzt ausgedachten roten Ich. Wo ich weiß, dass dieses Ich eigentlich genauso nichts, ein absolutes Nichts ist wie ich. Und damit zwangsläufig alles, was das blaue Ich, das ich jetzt ich gerade lese, das Leben, das ich durchlebe, in mir aufschmeißt. Genauso wie auch ich mich beobachte, das ist unsere Hierarchie der vier roten Ichs, und was ich erlebe, wobei das ich ja nichts erlebt, sondern ich Leser erlebe, was ich als Rolle auf der Bühne erlebe. Und wie ich mechanisch reagiere und wenn ich auf andere Dinge stiere, auf die anderen raumzeitlichen Tiere. Dazu gehören in mir drei. Ich, ein selbstbeobachtendes Gefäß, das ist Glied, meine Gesamtheit, Werkzeuge, das heißt auch wie in mir, beobachte in mir selbst, wie zwei Ich auf meine eigenen Informationen reagiere. Vor allem auf die anderen Stiere, Esstiere, raumzeitlichen Tiere. Der Stier ist ja PR. Ja. Das ist das Wissen, das berechnet wird. Immer mit dem blauen Ich. Auf die ich wie ein, auf fremde Stiere. Wenn ich andere Menschen beobachte und ich meinen eigenen Körper, mich selbst beobachte, sind es eigentlich Fremde oder sind es Teile von mir? Es sind doch meine Informationen. Es sind die Puzzlestücke, die ich mir ausdenke. Und sie als andere betrachte, weil ich die eigene Eigenheit nicht achte. Einheit, Entschuldigung, die eigene Einheit nicht achte. Die Einheit ist das heilige Puzzle, das ist das Programm. Ich könnte jetzt sagen, meine Daten aus dem all diese einzelnen Bilder auf dem Bildschirm oder auf der Brille entspringen. Wenn der Geist der Tiefe des Meeres, im Abyssus, El Hayom, sich selbst nur als seine eigenen Wellen betrachtet, sieht er sich selbst nur als vergänglichen Schaum. Schau ihm, schau deine Gestaltwerdung an, in seinem eigenen ewigen Traum. Die ewige geistige Tiefe des Meeresbecken, Spiegelecken, wird eine vergängliche Welle nie verstehen. Nicht einmal ihre eigene Substanz bekommt sie zu sehen. Nur Augen können das verstehen. Die Wasserbecken, die geistigen Arten, AG, der Schöpfer ist ein geistiges Sein. Denn sie können sich auch nicht selber sehen. Der Rai, der Kopf der Schöpfergottes, ist rot. Er kann sich nicht selber sehen. Und was lerne ich, Geist, daraus? Alle Wellen kommen immer wieder nach Haus. Auch wenn sie über meine Oberfläche rollen, mit äußerlichen Wollen. Ich werde alle Wellen, die schwingen, stutzen. Ihr Wollen wird ihnen dabei nichts nutzen. Wo wie sie auftauchen, müssen sie auch wieder vergehen. Das kann ich an jeder meiner Gedankenwellen sehen. Wunderbar, wunderbar. Das Requiem kann man immer wieder lesen. Das ist ein Selbstgespräch als Aphorismus in so einer leichten Gedichtform. Aber hören wir ganz kurz noch rein und lassen wir es gut sein. Ganz einfach, machen wir das Bade gerade mal. Nehmen Sie einmal irgendetwas Erstrebenswertes in Ihr Bewusstsein. Ja, was Ihr Leben bereichern würde, was angenehm wäre, also eine, schaffen Sie Zielklarheit, nehmen Sie ein erstrebenswertes Ziel. Und jetzt haben Sie eine Vorstellung geschaffen. Es geht jetzt schon um Facetten, merkst du das? Das einzig erstrebenswerte Ziel ist das, was ich dir erkläre. Ich erkläre jetzt erst einmal, was du selbst bist. Ja. Alles und nichts gleichzeitig.
Also wie kann ich dann irgendeine Facette, die ich mir ausdenke, als erstrebenswertes Ziel betrachten? Das Ziel ist dieser Mittelpunkt, der man schon ist. Das kannst du auch nicht erreichen, weil du es doch schon bist. Du hast es bloß vergessen. Ausgedachte Ziele sind vergängliche Facetten, das sind Existenzen. Das ist jetzt so eine Falle, die man auffallen muss. Da ist so viel Holo-Feeling. Ich sage immer wieder, ein bisschen schwanger gibt es nicht. Im Weder 100% Ja, Verbindung, Kontakt, zusammengeschmissener Takt. Was ist ein Kontakt? Ein Takt ist Dick-Dack, habe ich schon mal erklärt. Das sind zwei Seiten. Dick-Dack, Dick-Dack. Nein, Dick-Dack und ist gleichzeitig da. Das Ziel, der Zusammenkontakt, ist das hier, aus dem alles entspringt. Und jetzt kriegen wir das hier. Ja. Und das sollte dein Ziel sein. Ein Ziel, das du nie erreichen wirst, weil du schon immer dort bist. Du kannst dich aber wieder erinnern. Vorstellung, wie die Weisheit der Sprache sagt, ist. Weisheit der Sprache schon sagt, das ist Holofeeling, die Vordersprache. Ja. Vor sich gestellt haben. Das bewirkt überhaupt nichts. Das ist ja die Vor, haben wir schon unser V und Or heißt erweckt. Aber immer nur so, 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 so. Unser ewiges Spiel, weil du eben den Mittelpunkt verschiebst nach oben und nach unten. Ja, das steht da. So, das ist wie im Katalog, die blättern und sagen, boah, das wäre aber toll. Das würde mir gefallen, ja. Ändert überhaupt nichts in ihrem Leben, ja. Der nächste. Ein Wunsch da plötzlich. Ein Wunsch ist immer ein Gedanke an etwas, wo ich mir einrede, das habe ich nicht. Und ich sage immer wieder, das stellst du dir vor, das ist außerhalb, das ist ein Fehler, den du besitzen möchtest, obwohl du das, diesen Gedanken schon besessen hast, bevor du ihn dir ausgedacht hast. Besitzen kriegt eine vollkommen neue Qualität. Der nächste Schritt wäre, daraus eine Absicht zu machen, aus der Vorstellung. Jetzt kann ich sagen, ist es eine aufblühende Sicht oder die Vordersicht? Die Vordersicht ist immer die gesamte Welle. Ich habe erst die Vorstellung, das wäre erstrebenswert. Das sollte ich bestellen. Das wäre der nächste Schritt, ja? Da ich sage, genau, da wird immer noch nichts, sollte ich bestellen, hat noch nichts geändert. Ich muss es bestellen. Okay, jetzt der Schritt, wie bestelle ich? Ich muss es aus der möglichen Vorstellung. Die Möglichkeit. MG, die Magie, gestaltgewordener Geist oder immer sein, immer sein der Geist, MG Rot oder eine gestaltgewordene Gehirnexistenz. Und das ist Licht, MG der Magie ist das Licht selber, die Möglichkeiten. Du hast unendliche viele Möglichkeiten, deine Gedanken umzuformen, aber in dem Moment, wo du eine Einseitigkeit anstrebst, hängst du schon wieder in der Welt der Perspektiven, der Facetten. Immer dran denken, unsere Facette. Face. Mit Eifer tun, machen, verrichten, ausführen, schaffen. Logische Affen. Im Spiegel. Sind gespiegelte Existenzen. Sich fortmachen, fortbacken. Zierlich. Und da haben wir jetzt immer wieder diese Umformung von Face, die Fakten, die Facetten, et td. In unserem klassischen. Das ist auch Fagere, die Fakten, das Tun, das Machen. Alles, was du tust, sind immer nur Facetten von dir selbst. Was du anschaust, sind Facetten von dir selbst. Wie ich immer sage, Putzelstücke von dem ganzen Beelet, von dem, was im Kind drin ist. Also versetze ich mich in die Erfüllung, in den erfolgten Erfolg. Das R machst du mit E Quadrat R. J-C-H-I-C-H in einem einzigen Kopf. Das ist so diese Welle mit Wellenberg und Wellendahl. Ich erlebe mich am Ziel. Ich habe es erreicht. Es ist geschehen. Jetzt habe ich schon gesagt, dem Leben, also Bestellung, das hätte ich gerne. Das ist ein Gefäß. Aber das Gefäß ist noch leer. Wir waren gerade in dem Kli. Kolli heißt aber mein Alles. Das Gefäß ist nie leer. Jetzt gut geht es darum, dass man sehr aufpassen muss. Wie gesagt, große Strecken ist es reines Holo-Feeling und es glitscht jetzt wieder so in die Wunscherfüllung ab.
Wenn du begriffen hast, wer du bist, bist du wunschlos glücklich und du sehnst dich nicht mehr nach schon irgendwelchen bekannten Sachen, die du dir ausdenkst, die du haben möchtest, sondern nach etwas vollkommen absolut Neuem. Dazu brauchst du aber ein neues Programm. Ja. Das ist der Unterschied. Solange ich mit Basic arbeite, kann ich nur Bilder mit Basic-Logik aufschmeißen. Und das sind jetzt gewisse Sachen, die ich mir vorstelle und sage, das möchte ich haben. Du merkst, das ist schon ein riesen Trugschluss. Das ist so menschlich, so normal. Was du mit Sicherheit nicht haben willst, was du bisher als Feinde definiert hast. Und ich sage, fang an, deine Feinde zu lieben. Das Wort letzten Endes. Was du auch gefährlich, böse und so weiter erscheint. Das ist das, was du eigentlich für die Vervollkommnung dir wünschen solltest. Ja, darf ich mal eine Ergänzung bringen? Gerne. Das hat der eingangs das Thema missgestickt. Aber in dem letzten Selbstgespräch hast du es ja auch so schön gesagt, aus unseren vermeintlichen Niederlagen, da lernen wir ja am meisten. Das ist das, wo wir unsere Erfahrungen machen und das gehört dazu und da muss man dankbar für sein. Genau das ist es. Das ist all das, was du eigentlich nicht willst. Wird dir Freude eine vollkommen neue Qualität von Freude bereiten, weil alles, was du jetzt glaubst, was dir Freude bereitet, ist eine erschaffene Freude. Eine Freude im Maße zu dieser fehlerhaften Logik. Und es wird dich nicht mehr interessieren. Das hast du schon in den normalen Wachstumsstufen, wenn du dich jetzt als Trockennasen, als sterbliches Säugetier wähnst. Und das ist ja dieses schönes Spiel, wenn ich immer wieder sage, der Adam ist nach Gottes Ebenbild erschaffen. Der Enosch heißt auch sterblich und unheilbar krank. Und es ist in der ganzen Religion, wenn du siehst, bring mir irgendeinen Juden, bring mir einen Moslem, für die diese Gebote gebilden. Die denken sich hier etwas an den Himmel hoch. Die brechen das zweite Gebot. Die denken, wenn sie an sich denken, an einen Enosch, an ein sterbliches Säugetier und versuchen, das möglichst lang am Leben zu halten, obwohl das doch schon unheilbar krank heißt. Gedanken können nicht existieren, das kann nicht überleben. Es ist vollkommen geistlos zu glauben, irgendeine Existenz am Leben halten zu wollen. So ein unendlich einfacher Satz. Und das ist die Quelle von Leid, wenn du das nicht verstehst. Du als träumender Geist hast ja nichts zu tun, du hast es bloß geschehen zu lassen. Du hast auch geschehen zu lassen, wie du Wünsche ständig in dir aufbaust mit dieser fehlerhaften Logik. Einseitige Wünsche. Weißt du, als Brüssel Udo sage ich immer wieder, es gibt nichts, absolut nichts, was man für Geld kaufen könnte, was ich mir wünsche. Und jetzt geht es einen Schritt weiter, dass ich dann ironisch immer sage, wenn ich jetzt Gott wäre, UP, El Hayom wäre, und ich könnte mit einem Wimpernschlag alles, was ich will, verändern, anders machen. Ich wüsste nichts, was ich an meiner Schöpfung besser machen sollte, wenn man weiß, was meine Schöpfung ist. Aber es weiß ja nur einer, was die wirkliche Schöpfung Gottes ist. Und Menschen, die jetzt meinen, Gott Vorschläge geben zu müssen, was alles falsch ist, was er besser machen müsste an der Schöpfung, mit Bitten und Beten für Einseitigkeiten, das ist die Falle. Jetzt lassen wir es gut sein. Das ist nur eine leichte Ergänzung und ich rate nur an, es ist auch sinnvoll, sich dieses Gespräch vom Devilwein komplett anzuhören, aber wach zuhören. Und du wirst merken, es sind wirklich komplett überstrecken, 1:1, ganze Satzketten, die reine Holofeeling-Zitate sind. Da kann dann vielleicht in den Sinn kommen, dass du sagst, hier, der rezitiert ja bloß Holofeeling. Aber dann glitscht er wieder ein in diese Bestellung ans Universum und so weiter. Und das ist jetzt wieder aufpassen und lernen. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist ein Führerscheinprüfungsbogen. Das ist im Prinzip auch ein Fehlersuchbild, dieser Vortrag. Wenn er sagt zum Beispiel, es gibt keine Probleme, der weiß nicht, was das Wort Problem bedeutet, das Vorgelegte. Jeder Moment ist ein Problem. Ja. Und die Vorstellung dann, wenn ich mir was vorstelle, habe ich immer das V davor. Immer dran denken, wie die Vorsilbe fährt in der deutsch-deutschen Sprache erst einmal verbinden und verstreuen. Und das sind unser bistabiler Zustand. Das sind zwei stabile Zustände, die mir in Zeitfenster reinsetzen wie eine Sinuswelle. Jetzt ist es eine Zeit lang hell und jetzt ist es eine Zeit lang dunkel. Bis wir die Zeit zusammenschieben in das Jetzt, unsere Drehung, wir machen zuerst einmal eine Transversale draus. Dann sehen wir, es ist ja gleichzeitig da. Aber wir denken uns immer noch von dem absoluten Mittelpunkt ein über uns, was hochgerechnet ist und was in uns, das unten im Meer, die Welle, die ja eigentlich drum ist, die Welle unten, das Wellental nichts. Nicht besser. Und jetzt stellen wir uns das in unseren klassischen, einfachen Spiegeltunnel rein. Jetzt haben wir eine Vorstellung vor uns, dazu gehört aber automatisch ein hinter mir.
Das ist die Sache, wo ich erklärt habe, was du denkst, du bist der Reihe, du denkst, zuerst ist das im Spiegel. War auch einer in der letzten vorhergehenden Selbstgespräche und dann stellst du dir die Form, den Raum, die Welt um dich herum aus. Aber wenn du dich jetzt da in den Raum als Objekt reinsetzt, als ausgedachtes Objekt, und da gibt es immer wieder die Ausnahme, das ist dein momentanes Ich. Immer dran denken, wenn du jetzt an deinen Körper denkst, zieht sich dein Schädel ein. Das gilt aber nur für den aktuellen Körper, für die aktuelle Persona. Sobald du dich jetzt als 20-Jährigen denkst, denkst du, da du dir die woanders hin denkst, denkst du dir dann schon wie ein Objekt, ob du dir denn jetzt, den würdest du natürlich, den 20-Jährigen denkst du dir nur zeitlich woanders hin, aber niemals räumlich. Da ist dir dann klar, der ist ja jetzt. Mhm. Und dann merkst du, es ist kein Unterschied, ob du ein räumlich oder zeitlich von dir Objektes, entferntes, ausgedachtes Objekt setzt. Du setzt in das Universum, was du dir ja jetzt als einen großen Raum vorstellst. In dem vorhergehenden Gespräch habe ich noch gesagt, wenn du dir eine Metallkugel denkst, die ist Materie, ist die eingehüllt in Nicht-Materie. Mhm. Wenn du ein Vakuum erzeugst, sagst du, da ist jetzt keine Materie, keine Atome mehr drin, dann musst du aber außenrum dann die Materie legen als Trennung. Das ist ein ganz simples Spiel. Und du kriegst ein Heureka nach dem anderen, wenn du das anfängst zu verstehen, und es wird jegliche Form von esoterischer Wunschspinnerei. Ist immer, mir fällt gerade spontan nochmal ein, wenn eine sich mit Lichtnahrung ernähren, was durchaus funktioniert, also praktisch nichts mehr Materielles aufnehmen, nichts mehr essen. Das Hauptproblem haben sie nicht erkannt. Sie glauben dann, dass sie besondere Säugetiere sind, die nichts Materielles mehr essen müssen, weil sie sich ja von Licht ernähren. Was sie selbst sind, haben sie dadurch aber überhaupt nicht erkannt. Okay, tschüss, war's dann. Bis gleich. Ja,